Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute Nippon Weiß Limited Edition. Ja, Nippon Puffreis mit Schokolade, jetzt auch hier mit weißer Schokolade. Genau, das Ganze Hossa von Hossa. Das Ganze gibt's hier nochmal auf Englisch. Puffed Rice with Chocolate, White Chocolate. Und hier Puffreis mit Schokolade, nochmal Deutsch. Was haben wir an Zutaten? Wo sind sie denn? Wo sind sie? Da, Puffreis. 11% mit Cerealien, 10% in Milchcreme, 47% mit weißer Schokolade, 32% überzogen. Also Puffreis mit Cerealien in Milchcreme mit weißer Schokolade überzogen. Jetzt haben wir es. Zutaten. Zucker, klar. Pflanzliche Fette, Palm. Dann haben wir Puffreis, logisch, aber krass, mehr Zucker als Puffreis. Krass. Kakaobutter, Vollmilchpulver, Traubenzucker, Maisgrieß, Magermilchpulver, Süßlupinmehl, was man auch immer mal damit macht, Reisgrieß, Weizenmehl, Süßmolkenpulver, Emulgator, Sojalecithine und E476. Dann haben wir noch Salz, Gerstenmalzmehl, Gerstenmalzextrakt und Aroma. Okay. Keine Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten. Das ist jetzt nicht so schlimm für mich zum Glück. Sonst ist hier noch viele Sprachen. Okay, ja. Viele Zutaten. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht so gedacht. Schauen wir mal, wie schmeckt Aroma. Was für ein Aroma braucht man in Puffreis mit Schokolade? Egal, aufmachen. Gibt es hier irgendwie eine Öffnung? Ich sag gerne mal, dass ich das übersehe. Nein, öffnet sich so. Hier kommt der. Oh, was ist das denn? Hier, Leute. Da hat er mir doch ein Stück geklaut. Kann das sein? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Da passt doch locker. Einer passt noch mehr rein. Wie viel Gramm haben wir denn? Das riecht aber. Das riecht komisch. Also, so. Ja, so industriemilchig. So, was sind denn die Grammzahlen jetzt? Da, 200 Gramm. Da wäre natürlich dann hier, keine Ahnung, 205 Gramm gewesen oder so. Wenn hier noch einer mehr. Aber schade, die Verpackung hätte auch nicht lange machen können. Aber wer weiß, was das dann wieder für produktionstechnisch bedeutet hätte. Ja. Okay, jetzt egal. Also Geruch. Das riecht nicht so doll. Es ist eher so künstlich weiß. Aber ich beiß mal rein. Also so sieht's aus. Hier ist es platt gedrückt. Also wenn nicht da, wo es am Förderband läuft. Hier sieht man den Puffreis mehr. Schmeckt besser als es riecht. Jetzt wird es so ein bisschen klebrig. Und so mehlig, sämig die Schokolade. Da merkt man, dass das nicht so. Ja, es halt industriell mit vielen Zutaten hergestellt ist. Okay. Aber jetzt wird es sehr süß. Das ist sehr interessant, was da so an Geschmäckern drin steckt. Was sich so entwickelt. Aber hey, ja. Und jetzt kommt noch eine Säure. Ist das Zitrone? Ja, Zitrone drin. Das ist das Aroma. Ich kann jetzt nicht erkennen, was da. Traubenzucker. Da, süß und. Das ist Süßlupinmehl. Keine Ahnung. Ja, also für eine Limited Edition. So als Abwechslung zu den Nippon. Das ist ganz gut. Ja, Tick weniger süß, Tick weniger künstlich. Das wär's. Ach, was ist denn hier noch? Ach, guck mal. Habe ich gar nicht gesehen. Hier ist so eine Rolle. Ich habe erst gedacht, das ist Butter. Nein, das ist, soll die weiße Schokolade sein. Ein Schokoladenraspel. Steht hier nicht drauf. Moment. Muss da nicht immer Serviervorschlag oder so stehen, wenn die irgendwas abbilden, weil ich dann meine, dass es in der Packung wäre. Ja, also wir vergleichen mal den Anschnitt. Ah, hier ist noch der Anschnitt-Test. Da, Anschnitt. Und gegen einen Biss. Naja. Mit viel gutem Willen. Es trennt sich natürlich hier besser als hier. Alles gleichfarbig. Naja. Aber gut.
Okay. Ja, ich habe den Mund voll. Super schmierig. Und da muss ich noch zuschauen. Ich winke mit klebrigen Fingern. Ich finde es okay. Ich kann ja auch mal einen, euren Eindruck schildern. Ich sage, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.